Ich habe ein dummes Gefühl, ich spreche ein bisschen wie Sophie, aber egal. Macht nichts. Ich war nur aus einem Grund dort, um all meinen Befehl auszuführen. Ansonsten weiß ich nichts mehr. Also du kannst theoretisch alle Frauen ruhig gleich sprechen, weil... Alle Frauen gleich alle sind. Alle Frauen gleich. Nee, ja. Wir können auch alle Asiaten gleich sprechen. Honja, ich hätte auch Gloria eine Piepenstimme bekommen. nee, weil es hören sich ja auch alle männlichen Charaktere an wie Randall. Ja, okay, stimmt. Das meinte ich. Ihr kommt her, um den Schöpfer zu killen. Hab ich doch gerade gesagt. Ich bin alt, ich muss nochmal nachfragen. Brummel. Ich glaube, der Richter hat einen IQ von der Schraube und kann gerade noch atmen und ein paar Sätze sagen. Ja, das klingt plausibel. Das habe ich gehört. Und bedenkt, dass sie nicht die Einzige war, die den Feuerdrachen letzten Endes beschwor. Das war die Angeklagte. Nicht die Einzige, nicht diejenige, um Gottes Willen. Ich warnte euch schon vor, dass die Aussage dieser Hexe nutzlos sein würde. Ist sie gar nicht! Doch, sie sind selber nutzlos! Selber blöd! Ihnen gehen die Argumente aus! Ihrer Mutter gehen die Argumente aus! Haltet ein. Sie war am Tatort zugegen. Und sie hatte vor, den Schöpfer zu ermorden. Die Verteidigung besteht darauf, aus diesem Grund mit dem Kreuzverhör fortzufahren. Ich will aber nicht weg. Moment. Aber ich will nicht weg. Ja. Kreuzverhör spricht wie Baby Layton. Ja. Ich finde ja diese Jingles immer viel lustiger, wenn du sie vorher ankündigst und dann sehr lange Zeit lässt, bis du die Knöpfe hast. Ach so, ja, so wie bei Köstritzer Schwarzbier zum Beispiel. Köstritzer Schwarzbier. In der Fahrt. Köstritzer. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir dafür einen Sound haben. Du provozierst es auch. Hä, dafür haben wir einen Sound? Mit Absicht. Ja. Schon immer. So zögern wir das Ganze auch hinaus, weil ich genau weiß, immer wenn ich so eine Anspielung mache, dauert es mindestens 15 Sekunden, bis der Sound kommt. Ja. So kriegt man eine Aufnahme auch voll. Gloria versucht wirklich alles, um sich aus diesem Kreuzfeuer herauszufinden. Und ja, ich versuche wirklich alles, um hier weiterzukommen. Außer das ist mir in den letzten 3 Jahren gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Das kann nur eins bedeuten. Bella muss eine wichtige Information besitzen. Bella muss? Ich dachte, die hieß Dorna. Bella Dorna? Nee, das ist, kann man... Ja, ist ja Bella Dorna. Ach, Bella muss... Oh Gott. So, wir brauchen jetzt einen Hmpf. Gib mir ein Hmpf! Genau, gib mir ein H! Gib mir ein M! Gib mir ein P! Ich geb dir einen Schlag, wenn du das weitermachst. Okay. Das Gericht muss gestehen, dass es ebenfalls ein Interesse daran hat, die Zeugin anzuhören. Verteidiger, beginnt euer Cross-Examination. Jo. Haben die gerade ihre Schwerter gekreuzt? Das Schwerterkreuzfeuer ist das, ja. Rolle und Identität, okay. So, weiß jetzt jemand, was wir angreifen müssen? Ich habe nicht mal aufgepasst, was sie gesagt hat. Ich auch. Ich habe nicht mal aufgepasst, wo ich hier bin. Ich habe das Spiel fertig, aber ich habe 50% vergessen. Okay, gut, dann sind wir ja gut vorbereitet. Ich habe das Spiel auch schon mal durchgespielt. Da warst du, glaube ich, bei Folge 2. Ich habe das sogar mal gekauft. Es liegt noch unbenutzt im Schrank. Ich habe auch was bei mir unbenutzt im Schrank liegt, weil du so ewig nicht hergekommen bist. Nee. Kannst du den abschrauben? Was, den Schrank? Nein, das, was unbenutzt ist. Warte, noch trag ich ihn. Möchtest du? Also... Kannst du halten. Na, wie geht das so? Also, wollen wir erstmal den Pogiswald angreifen? Ja, ein bisschen Informationen pressen. Ja. Ihr sagt, ihr kennt also diese Dorna nicht. Ich meine, Dorna. Ich hätte jetzt Bock auf Döner. Ja, was ist in diesem Dönerbrot? Ja, holen wir uns heute noch einen und dann finden wir es raus.
Die ich letzten zwei Tage schon. Käse doch, was? Okay. Kann ich reden? Ja, du darfst immer. Du darfst. Okay. Man hofft es. Nein, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Aber, so haltet ein. Sie können jetzt nicht aufs Klo gehen. Wir sind in der Verhandlung. Dies ist euer Name, junge Dame. Welche Hexerei ist hier am Werk? Ich habe keinen Namen. Ich wohne einfach nur im Burgeswald. Mehr gibt es von mir nicht zu sagen. Zu mir nicht zu sagen. Burgeswald! Burgeswald? Jener Wood, in dem Legends zufolge die Seelen der geläuteten Witches hausen. Wollt ihr damit sagen, dass jener Ort wahrhaftig existiert? Lädt jetzt mal, bitte. Woher kommt das? Ja, wir sind hier ja bei Professor Layden. Das muss ganz viel Layden. Professor Delayden? Delayden, ja. Marc, du bist so klein. Man sieht nur deinen Kopf. Ich hab's mir halt gemütlich gemacht, aber gut. Die Bella im Zeugenstock sieht wenig nach einer unverwandelten Seele aus, wenn du mich fragst, Nick. Das Mädchen hat alle Erinnerungen an sein Dasein als Blumenverkäuferin verloren. Mehr gibt es in der Tat. In der Tat? Nicht zu sagen. Sollte das der Fall sein? Was? Wir sind hier in einem Fall nie und nimmer. Frage ich mich, der ob ist sie schon sich Fahrt gefahren. Ja. Ob sie sich überhaupt noch an unseren Zusammenstoß beim Marktplatz erinnern kann. Hat ja schließlich mindestens 30 Sekunden gedauert. Und ist schon drei Jahre her. Ja. Frau Dorner, eine Frage. Könnt ihr euch überhaupt an mich erinnern? Ja, sie sind so grässlich. Muskulin und maskulös. Und ich mag Muskatnuss, Herr Müller. Heißt das nicht, wenn man einen vollen Löffel Muskatnuss ist, wird man irgendwie high? Was? So viel ja, Muskatnuss. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und in Unterricht gelernt. Ich knabber die immer abends. Das erklärt, warum du bei dem Kram hier seit drei Jahren mitmachst. Nur so ein Angriff. Ja. Nein. Also ist das nächste Wort im... Was ich sagen muss. Hä? Das ist das nächste Wort, was ich sagen muss. Ja, genau. Ja. Nein, ich kenne euch nicht. Ich sah euch gerade im Glockenturm zum ersten Mal. Ja, ihr habt ein kurzes Gedächtnis. Genau. Geht einfach nur... So, okay, Feuerdrachen zu beschwören und den Schöpfer zu ermorden. Wurde sie denn mit Natalia Magica aufgegriffen? Ja. Ach so, warte, nee, sie ist ja, okay, die muss ja Sophie haben. Okay, ich bin... Ja. Sagtet ihr da gerade Feuerdrache? Nein, ich sagte Malzbier! Malzbier! Also ich bleib da ja lieber bei... Köstritzer Schwarzbier. Ihr seid so vorausschaubar. Ja, diese Vorausschaubaren, die nicht lustig sind, sind die lustigsten, finde ich. Ja. Ich finde den Sample auch beim 1000. Mal noch viel lustiger als beim 999. Ja. Ist das nächste Wort. Ah, schon wieder. Du musst mal ein bisschen... Ja, ja, ich komme mal näher. Kann ich reden? Nein! Ja, du kannst immer, also wenn du... Ja, okay. Sobald du es hast, red uns rein! Ich brülle euch an. Ja. Ja! Habt ihr dafür nicht mal einen Sound? Hä, dafür hatten wir einen Sound? Das war Teil meiner Befehle. Ja, dafür haben wir einen Sound. Wir machen mal weiter, du Idiot, oder irgendwie so? Ach so, ja. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Das kann ich das bitte als Sample haben? Ja. Ist übrigens auf den Tasten H, D und F. H, D, F. Nice. Okay, weiter.
Wahrscheinlich hat sie schon längst gelesen und wir haben es noch nicht mitbekommen. Nee, es lädt gerade und dadurch, dass sie jetzt redet, ist die Verzögerung nicht so groß. Guckst du über den Livestream oder über Skype? Ja, guck über den Livestream, das ist im Zweifel sogar noch besser. Geht schneller. Vielleicht lädt der schneller. Das ist aber 30 Sekunden Verzögerung. Ja, anscheinend hier ja auch. Ja. Wir reden ja schon die ganze Zeit über irgendwas. Hatten wir das nicht einmal ausprobiert und das hat nicht geklappt, weil es zu lange gedauert hat? Ja, ich bestimmt. Nicht mehr. Ja, weil wenn sie das Bild kriegt sie ja trotzdem. So, und dazu halt noch den Stream. Das ist ja dann doppelt stressig, internetmäßig. Ich kann mal sehen, ob es vielleicht ein bisschen was bringt, wenn ich nur das 3DS-Fenster übertrage, dann seht ihr uns halt sonst nicht, aber dann geht's vielleicht schneller. Aber das ist dann schneller. Ich sehe euch doch so gern. So. Oh. Ich schick dir Fotos. Okay. Und ein nicht ganz jugendfreies Video. Aber ihr seht mich noch, das ist das Fiese. Ah. Frech. Ihr habt jetzt voll den Vorteil. Ja, aber du kannst es dir ja im Nachhinein dann angucken. Als ob. Als ob du das tun wirst. Doch, doch, dann ist es nochmal lustiger. So, hast du jetzt? Ja, voll. Also, jetzt ist es ein komisches Bild im Bild, ne? Oder wenn ich das hier anmache? Ja, ich sehe es gerade. Bild, jetzt, Bild, jetzt, Bild. Jetzt ist es, glaube ich, richtig. Vorher war besser. Okay. Was, echt? Ja, weil jetzt bin ich mit meinem Webcam-Bild im Bild. Nicht mehr so ein Hängen. Oh. Geht's? Ja, jetzt alles gut. Gut. Ich versuche mich kleiner zu... Ah, fuck! Was habe ich jetzt gemacht? Sekunde. So, jetzt... Oh, Moment, ich muss mal... Ja. Sind deine Probleme geklärt? Wir sind wieder 42 Minuten auf und haben noch nicht mal richtig angefangen. Ja. Das stimmt. Naja. Also, wo solltest du denn heute Abend sein, Akane? Ich sollte heute Abend hier sein und... einen richtigen Moment abwarten, wenn der Schöpfer vor dem Volk erscheint. Erst dann sollte ich die Formel so laut wie möglich herausschreien. Oh, Flammen des Unter der Unterwelt! Ich rufe euch Inferno! Bam! Oh. Bam. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Ich denke, diese Aussage bedarf einer Wiederholung. Dieses Mädchen besitzt keinen magischen Stab. Ich sie ist die Hexe Arcana. Deswegen ist sie ein Mädchen. Es ist hier unmöglich. Das ist aber komisch, ne? Es können nur Hexen, nur Frauen Hexen sein, aber alle brauchen einen magischen Stab. Ach so, weil Männer ja eh schon einen haben. Es ist hier unmöglich, ein magisches Hütchen zu bespielen. Geschweige denn den gefürchteten Feuerdrachen. Ja, wohl gesprochen, Großinquisitorin. Warum versteckt ihr euch denn hinter eurem Pult, euer Ehren? Nun ja, das Korps dachte sich schon. Dieses Girl kann keine Zauber wirken. Das dürfte ich auch klar genug ausgedrückt haben. Dieses Mädchen ist jedenfalls nicht die große Hexe Arcana. Denn die große Hexe ist selbstverständlich. Dieses Mädchen, Sophie de Narrateur, es kann niemand sonst sein. Oh, das leuchtet ein. Das scheint mir logisch zu sein. Die Verhandlung ist beendet. Es tötet sie beide. Okay, als es regnete, wartete sie direkt neben der Wache? Moment mal! Die Wache hat gesagt, da war niemand. Einen Moment bitte, Frau Dorner. Ihr habt euch also direkt an den Wachen vorbeigeschlichen? Ja, das ist richtig. Ey, das stimmt. Günther. Ja. Hast du jetzt gerade was übersprungen? Nee, das ist von allein weggegangen. Das war so schnell... Das Mädchen ist eine Hexe. Ach so, Gloria hat einfach unterbrochen. Ja. Deshalb ist es ein Kinderspiel Dumme für sie, mal unsichtbar zu werden. Nicht wahr, Zeugin? Ja, das stimmt. Oho, das Gericht erinnert sich. Vor wenigen Tagen war es dieses Mädchen.
das eben diesen Unsichtbarkeitszauber wirkte. Wie der aus, wenn die Erinnerung nicht trügt. Wie die off. Off. Daran merkt man, diese IQ-Anzahl, die ich gerade meinte, wird nochmal bewahrheitet. Blitzmerker. Das kommt aber weniger durch die Figur als durch den Sprecher. Das weiß er nur deswegen, weil ich ihn so gut gebrieft habe, bevor er für mich die Verhandlung übernommen hat. Was starrt ihr so, Zeigin? Fahrt mit eurer Aussage fort. Aber ich will nicht weg. Was war das denn gerade? Die Aussage. Ich könnte schwören, Bellas Gesicht wurde für einen kurzen Moment noch bleicher, als es ohnehin schon ist. Bulimie? Ja. Aus einem Grund da, Befehl auszuführen, ansonsten weiß ich nichts mehr. Weiter draufhauen, vielleicht gibt's noch Infos. Ja,